Willkommen, Sushi, also Shizui, 63 Annie. Ja, wir tanken die einmal zur Aufnahme, etc. Bei Video halt, ne? Das sind die ersten Ad-Gruppen, die werden jetzt zusammengetankt von meinem Kollegen. Ich werde mal kurz schilden. Er fragte mich auch nach Teamspeak, aber das geht halt nicht. Das geht halt etwas schlecht, weil ich ja halt aufnehme. So, das sind die ersten großen Ad-Gruppen. Da werde ich jetzt erstmal dotten. Und nach Möglichkeit, ich glaube, dotten. Ah ja, hier darf ich auch hitzige Bravade machen. So, was ganz Feines. Was haben wir denn dabei? Wir haben einen Maschinisten dabei und einen Samurai, also hat sich nichts geändert. Wie gesagt, erste Ad-Gruppen. Dorten. Warum verliert der Herr so viel Life? Ah, okay. Ich verstehe schon. So, dann machen wir Mann-Einzug. Mob ist tot. Wir gehen hier links auf die Fontänen. Dann kommen wir auch da weiter. So, und dann macht er wieder was im Poll. Hier sehen wir den Adam Sand versteckt. Was ganz lustig ist. Theoretisch könnten wir jetzt nach links gehen, aber links ist ja kein Platz mehr. Also links geht es ja nicht weiter. Dorten. So, dann schilden wir mal kurz unseren Kollegen. Setzen bei dem Onkel eine Schattenflamme. Suchen uns dann einen Mob raus, der etwas länger überlebt. Dotten ihn nochmal zu. Das muss jetzt wohl nicht so sein. Wir werden dann mal gucken, dass wir Akalokium gleich rausschmeißen können. So. Versuchen wir mal einen Crit zu provozieren. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Gibt keinen Crit. Mit dem Crit hätte ich das Zeug nämlich verteilt. Aber es gibt halt keinen. Was auch nicht schlimm ist, da wir im Prinzip gleich vor unserem ersten Boss stehen. Wir haben hier noch 2-3 Ärzte im Wasser, im Sand versteckt. Wir sind hier übrigens unter einer riesen Kuppel. So, da tauchen auch schon 2 auf. Jetzt taucht gleich rechts auch noch einer auf. Da ist er. So, ich habe keinen Mana mehr. Na. So, Dotten. Ach, man hatte ich schon erwähnt. Dotten. Ja, Fehlklick. Und dann gehen wir auch schon zum ersten Boss. Was passiert eigentlich, wenn wir hier drauf treten? Nämlich das. Es löst eine Falle aus. So. Das ist der erste Boss. Der kann auch nicht atemberaubend viel. Der kann halt im Prinzip einfach nur AOE, ein Ad. Und jemanden stunnen. Ich bin jetzt markiert worden, das heißt, ich werde jetzt von ihm gestunnt. Jetzt sollten wir uns mal schleunigst um das Ding kümmern, bevor der durchgecastet hat. Wenn er durchgecastet hat, kann man den Cast nicht mehr abbrechen. Jetzt liegt er auf dem Rücken, jetzt macht er auch mehr Schaden. Also jetzt können wir mehr Schaden machen. In der Theorie ist das die beste Position. So. Weitermachen. Jetzt droppt hier gleich ein Ad. Das Ad sollten wir fokussen. Wenn wir das Ad nämlich nicht fokussen,
Da ist es. Wenn das Ed also nicht zuerst stirbt, macht es gleich so einen dummen Cast hier. Stirbt es jetzt, bricht der Cast ab. So, jetzt bricht er auch ab. So, so. Jetzt wird der nächste Spieler gleich in das Zeug gelegt. Wir gehen schnell auf das Bein, beziehungsweise erstmal auf das Ad. Eigentlich hat meiner Meinung nach, genau, wenn man das Ad nämlich nicht macht, passiert das. Also meiner Meinung nach hat das Ad Vorrang. Weil das kann man beides schön schaffen in der Zeit. Aber das ist auch nur meine Meinung. Da ist wieder das Ad. Ist ja auch vollkommen wurscht. Das hätte irgendwie keinen hier. Diese Felder könnte man, hätte man sich alle sparen können. Machen wir AOE Heal. Und raus. So, das war der erste Boss. Ich nehme, wie gesagt, wieder das ganze Gear mit, aber nur für Staatstaler. Jetzt kommt ein kleiner Teil der Instanz, wo wir dann ein bisschen Massenpull machen können. Aber nur ein bisschen. Er macht das nämlich jetzt. Und ich gebe hart abklickt. Alles klar. Naja, dann heilen wir mal hoch. Zum hier verteilen wir die Dots noch schnell. Das war knapp. Aber nicht unmöglich. Ja, er könnte auch Cooldowns oder so ziehen bei Massenpull. Ja, der Maschinist könnte man jetzt schon machen. Aber ich hoffe, das macht er. Er holt sich erstmal die Schatzkiste. Kannst du nur einmal ein Inventar haben? Zack. Ach, kein Crit. Also 4000 Schaden kann er jetzt ab. Er pullt, wie gesagt, alles zusammen. Mal Schattenflamme auf ihn. Eigentlich könnte unser Fuzzi mal AOE-Schaden machen. Der macht doch 10 Schaden, das sehe ich doch ohne Brille. Klar macht der AOE 10 Schaden. Ah ne, jetzt macht der AOE. So, ich aktiviere mal Hult. Hult macht im Prinzip, dass ich mehr heile. 10.000er Crit. Perfekt. Machen wir Auge um Auge. Machen wir noch das. Damit hätten wir, damit sind wir auch schon beim zweiten Boss.
spottet. Dann machen wir hier. So, beim zweiten Boss, wir sehen die 4 Schatzkisten. Das heißt, wir suchen uns eine aus. Da stellen wir uns dann hin. Ich nehme die vorne rechts. Und wenn sie eine spezielle Attacke macht, machen wir die Schatzkiste benutzen. Dann werden wir nämlich zur alten Oma und dann gehen ihren Buff. Ich würde ja Verwundbarkeit draufhauen, aber es geht leider nicht. So, jetzt müssen wir... Genau, Versuchung. Jetzt werden wir hier nämlich zur Oma. Und nichts passiert. Dann macht sie so einen AOE-Schaden. Flächen-AOE. Und dann machen wir auch weiter. Mhm, stark gealtert. Jetzt kriegen die DDs so einen Mark. Und das verfolgt sie. Einfach laufen. Im Kreislauf. Oh, so ein Blödmann. Jetzt castet er wieder Versuchung. Das heißt im Prinzip, wir stellen uns jetzt einfach hier hinten hin an die Kiste und dann werden wir gleich... Ja, kriegen wir hier das Alter. So, Bams, hochheilen. Man ist ja faul. Und auch ich schaffe. Ja. Mehr kann die Kunst auch nicht. Da werden jetzt wieder die beiden Spieler markiert. Und die sollten sich jetzt bewegen. Und zwar von den Tank weg am besten. So, den Tank, das hat es... Ja, ist, vielen Dank auch. Dafür, dass du einen Vulkanausbruch zu mir getankt hast. Zu mir gebracht hast. So, Versuchung. Da setze ich mich jetzt wieder rein und werde zur Oma. Würde mich mal interessieren, ob ich das auch aushebeln kann. Muss man mal probieren beim nächsten Mal. Das war der zweite Boss der Instanz. Wie gesagt, ich mache überall Gear drauf. Jetzt kann man hier wieder Massenpull machen. Diese Viecher, die hier rumschwirren, diese Kugelfische, die gibt es auch als Begleiter. Also als Begleiter. Er macht jetzt Massenpull. Also, wenn man diesen Ad jetzt überspringen will, zieht man einfach weiter. Der haut nämlich irgendwann ab. Es ist leider Fakt. So, dann mal schnell hochheilen. Dann setzen wir hier mal einen Bubble. Dann nehmen wir ein paar Dots drauf. Teilen alles. Hat er natürlich auch alles bekommen. So, da hat es getriggert. Früher konnte man den Ad halt nicht überspringen, heute kannst du ihn überspringen. Das wissen allerdings relativ wenig Leute. So. Bisschen Mana. Warum hat der jetzt am längsten überlebt? Ja, weil es am wenigsten Schaden auf ihn ausgeübt hat. Ach, die denken bestimmt, er überspringt den. Na
klar. Bestimmt. Damit kommen wir auch schon so auf dem Weg zum letzten Boss. Also ein, zwei Ad-Gruppen haben wir noch und dann kommt schon der letzte Boss. Schatzkiste noch. Ja. Dann werden wir mal kurz zudotten. Wir werden auch unseren Tank zudotten. Auch wenn es ihm nicht passt. Mal schnell die Dots verteilen. Da. Das sollte eigentlich reichen. Also, das sollte procken gleich. Und dann kriegt er sowieso wieder live. Dann spätestens 17 Sekunden. Oder halt, er fällt halt runter. Ist mir beides recht. Heal ist Heal. Das ist so eine Art Backup-Heal. Endboss. Endboss. Die sieht total hübsch aus. Kann drei Attacken oder so. Die spawnt drei Bubbles. Diese Bubbles müssen kaputt gemacht werden. Sie verteilt sich unterm Boden. Also ist der Boden wie komplett Wasser. Dichter Nebel ist die Fähigkeit. Jetzt müssen wir gucken, wo diese Wellen kommen, da dürfen wir uns gleich nicht mehr aufhalten, weil da kommt so raus. Und es gibt hier Perma-Schaden durch diese Bubbles. Einmal hochheilen. Und da hinten kommt so raus. Da ist er. Und das... Im Großen und Ganzen war es das auch eigentlich schon mit der Mechanik von dieser Dame. Sie ist halt nur ein bisschen nervig. Und weggucken. Machen wir Hold. Ach ne, nicht Hold. Machen wir hier das. Ach doch, und ein paar Ads beschwört sie noch. Diese Ads müssen getötet werden. Jeder Spieler hat eins. Oh, da war ein Doppelangriff. Kommt manchmal bei mir vor. Ach ja, Doppelangriff wegen dem Buff. Passt schon. So, dann geben wir ihn nochmal. Das, was hat schon getriggert. Eigentlich macht das nur Sinn, mit Fußprediger anzugreifen. Das spielen wir wieder, diese dumme Mechanik. Bubble weg. Dann heilen wir gleich hoch. So, einmal hochheilen. Der Heiler braucht, der Tank braucht natürlich wieder seine eigene Bubble. Natürlich haben wir wieder kein Mana. Warum auch? Schließlich brauchen wir auch kein Mana, ne? Wer braucht Mana? Energieerzug. Da gucken wir wieder weg beim verrückten Blick. Dann heilen wir mal kurz unseren Tank wieder hoch. Kommen wieder die Ads. Die machen wir noch schnell weg. Nicht jeder Spieler kriegt welche, sondern nur der Tank und ein DD und ein Heiler. War es eigentlich auch schon. Hätte er jetzt noch Limit gezogen, wären wir fertig.
Aber hätte. Da in der Ecke kommt er jetzt raus. Oder auch nicht, er geht nochmal rüber. Das war's mit dem Add-off. Also mit dem Boss, der ist vorbei. Safe. Kleines Easter Egg am Rande. Wir können uns auch hier zur Oma machen. Ah, ich habe mitgenommen. Hm, da ist die Kiste. Ist wieder nichts gedroppt. Dann gehen wir auch raus und dann war's das mit der Installation.